Norbert Meinert und Hans Fröndenberger kommen gerade von einem Einsatz zurück, als sie zu einer besonders hinterlistigen Körperverletzung gerufen werden. Erwägung 3212, Erwägung. 3212 hört. Es gab eine Schlägerei und Messerstecherei vor der Kneipe Kanzlerstraße 66. Der 1228 ist schon vor Ort. RTW ist vor Ort. Könnt ihr euch darum kümmern? Ja, da können wir hinfahren. Wir sind in unmittelbarer Nähe davon, von dem Tatort. Und in 2-3 Minuten sind wir sicherlich da. Oh, das fängt ja schon gut an, Leute. Messerstecherei. Das Opfer wird bereits ärztlich versorgt. Von den Schutzpolizisten erhalten die Kommissare erste Informationen. Hallo, Tag zusammen. Das sieht ja schlimm aus hier. Besser, danke. Hallo. Grüß euch. Zwei flüchtige Täter? Genau. Und? Ja. Aber man hat alles gesehen. Ich bin die Schwiegermutter, ja. Sie sind die Schwiegermutter. Ich bin die Schwiegermutter. Das ist Gabriel, mein Schwiegersohn. Das ist meine Tochter. Und wir sind hier vorbeigelaufen. Ja, erzählen Sie mal. Haben gesehen, wie zwei Verbrecher auf einen wehrlosen Mann, der auf dem Boden lag, den haben die zum Boden geschmissen und haben auf ihn eingetreten, haben sich noch belustigt. Ja. Und ein bisschen noch hoch. Sie haben die genau gesehen, die beiden? Ich habe sie gesehen, ja. Okay. Wer ist er? Das ist mein Schwiegersohn. Mein Schwiegersohn, der ist so hilfsbereit und der versucht immer Leuten zu helfen und dann ist er losgerannt. Achso, der wollte dem anderen helfen? Ja, der wollte dem anderen helfen. Ich bin Julia, ich bin seine Frau. Er wollte einfach nur helfen. Was ist was mit ihm hier? Ist er das oder was? Die Polizei rät ja schon seit vielen, vielen Jahren im Rahmen diverser Präventionsprogramme dazu, anderen zu helfen. Menschen helfen Menschen oder Bürger helfen Bürgern. Und das ist auch richtig so. Man sollte sich jetzt von diesem Vorfall hier auch nicht davon abhalten lassen. Das ist jetzt gerade mal ein Negativbeispiel mit fürchterlichem Ausgang. Aber anderen zu helfen, ist eigentlich erste Bürgerpflicht. Er wurde zuerst attackiert. Moment. Ja, die Leute kamen eben auf mich zu und haben einfach grundlos auf mich eingeschlagen. Keine Ahnung, sie kamen von hinten. Ja. Ich stürzte dann nur zu Boden und habe ihn dann später gesehen, da liegen. Der Passant wurde ohne ersichtlichen Grund mitten auf der Straße von zwei maskierten Männern angegriffen. Der verletzte Mann eilte ihm zur Hilfe und wurde dabei selbst zum Opfer. Er wollte helfen und dann hatte dem einen Verbrecher eine geboxt auf den Kopf und in dem Moment hat er ein Messer gezückt und hat ihm in den Bauch gestochen. Oh mein Gott. Okay. Ja, wie geht's ihm denn eigentlich? Sagen wir mal, wie geht's ihm denn? Was hat er für Verletzungen? Können Sie da schon was zu sagen? Ja. Abdominelle Verletzung. Wir müssen ein bisschen schneller machen. Lade dich schnell. Ja. Abdominelle Blutung. Er musste OP, ne? Du musst ziemlich stimmig in den Alles klar. Wollen Sie mitfahren? Die Personalien. Auf jeden Fall. Das Opfer ist lebensgefährlich verletzt und muss sofort operiert werden. Unterdessen setzen die Beamten ihre Ermittlungen fort. Doch kurz darauf gibt der Zeuge einen wichtigen Hinweis. Ich hab's gesehen. Das ging alles rein. Sie haben die gesehen? Ich hab sie gesehen. Ich kann sie genau beschreiben. Erzähl bitte. Hey, das ist doch dieser Was? Halt, halt! Nehmen Sie den fest, das ist der noch hier! Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich heiße Olaf. Wo wohnen Sie? Ich wohne in der Magburgstraße, hab mir gerade Zigaretten geholt und komme jetzt zum ersten Mal vor. Das kann doch gar nicht sein! Du hast mich doch hier geschlagen! Moment, Sie haben ja keinen Geld. Jetzt wahrscheinlich Moment mal, Moment mal. Wir klären das auf. Wir werden die Personalien feststellen. Stopp! Das war er nicht. Warum nicht? Die Verbrecher, die waren schwarz gekleidet. Mal ruhig, Moment. Er ist auch schwarz gekleidet. Und hatten schwarze Schuhe an. Diese Schuhe haben Zeichen, also Embleme. Auf unserer Befragung, wo diese Person, die jetzt neu hinzugekommen ist, gerade herkommt und wo sie sich aufgehalten hat in der letzten Zeit, sagte dieser junge Mann, er habe Zigaretten geholt und zeigt uns tatsächlich eine Quittung darüber mit der Uhrzeit. Er war also zum Zeitpunkt der Tat überhaupt nicht hier am Tatort. Nehmen wir das mal bitte auf. Dann ansonsten können wir ihn, glaube ich, wieder laufen lassen. Gut. Ich habe was gefunden gehabt. Ja. Ich vermute mal, dass die Täter es verloren haben. Ja, das ist der Schlüssel. Wo lag der? Der lag da vorne. Ich glaube, die sind die Richtung gelaufen, also so wie die Dame ist gerade beschrieben. Ja. Einer der Täter, also der Verbrecher, die sind ja losgelaufen in diese Richtung und hat dann den Schlüssel verloren. Das konnte ich noch sehen. Haben wir noch irgendwie anderen Spuren und der muss hier? Auch verletzt sein, denn mein Schwiegersohn hat zugeschlagen, trotz der Masken. Ins Gesicht oder wurde er geschlagen? Ins Gesicht hier. Okay.
Bei der Suche nach weiteren Spuren fällt den Kommissaren eine Überwachungskamera auf. Sie befragen umgehend die Wirtin, die zeigt sich jedoch wenig kooperativ. Sind Sie die Wirtin hier? Ja, ich bin die Wirtin. Ja, jetzt gerade was passiert, weil Sie haben es gar nicht mitgekriegt? Nee, ich habe hier einen Krankenwagen, alles da, hier gab es sogar eine Messerstecherei. Nee, also hier passiert jeden Tag sowas. Also jeden Tag? Ja, na, das glaube ich jetzt nicht, gerade vor Ihrer Haustür. Und vor allen Dingen haben wir gerade gesehen, dass hier eine Überwachungskamera installiert ist. Da würden wir gerne mal die Bilder angucken, weil hier gerade eine miese Straftat stattgefunden hat. Ja, nee, tut mir leid, die ist aus. Also, da kann ich nicht so da würden wir uns aber gerne selber von überzeugen, ob die aus ist. Das geht ich habe so jetzt auch gar keine Zeit mehr. Tut mir haben Sie denn hier Gäste drin? Ist doch gar keiner da. Nein, aber ich habe so viel zu tun hier noch. Tut mir wirklich leid. Also. Die Wirtin war sehr unfreundlich uns gegenüber. Sie war wenig kooperativ. Sie wollte mit uns nichts zu tun haben. Ihre Aussage war mehr so nach dem Motto, ich passe ja jeden Tag irgendeinen Mist. Lass mich doch damit in Ruhe, habe ich doch nichts mit zu schaffen. Das war also wirklich verdächtig eigentlich schon fast. Hier ist eine schwere so, Straftat. Zeigen Sie mal das Laptop, wo das ist. Ja, das ist hier. Okay. Ich weiß auch gar nicht hier, so keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Ja, irgendwie mit Passwort, aber dann fällt mir was jetzt denn auch gar nicht wird ein. Das hier wird das hier drauf gespeichert? Ja, das wird hier auf die Festplatte. Okay, dann trenne ich das mal eben raus. Genau. Hallo, dürfen Sie das eigentlich? Das darf ich. Hier ist eine, sehr schwere Straftat passiert. Es könnte sogar sein, dass das eine Todesfolge nach sich zieht. Und jetzt müssen wir Beweismaterial sicherstellen. Hast du die Festplatte? Habe ich. Dann gehen wir mal zum Wagen. Die Kommissare hoffen, auf den Videoaufnahmen Hinweise auf die Täter zu erhalten. Noch ist allerdings unklar, ob die Kamera den Streit überhaupt aufgezeichnet hat. So, schauen wir mal an, was wir hier finden. Ja, dann schließe ich wenigstens noch ab. Sie mal ab. Ja. So, dann starten wir mal. Mein Name ist Jutta Neusel. So. Da ist er. Oh, die hat's da auch ist er. Die Kamera hat es tatsächlich. Und da hat aber keiner von denen irgendwie was Weißes an den schwarzen Klamotten. Nein, dann ist der andere. Da sticht dazu, der kleinere hier. Boah, Sau, du. Der kleinere sticht zu. Da kommen die beiden. Mutter, die Schwiegermutter ist das, ne? Und die Frau. Und er liegt da immer noch benommen rum. Jetzt ruft sie an. Okay, gut. Gehen wir mal hin. Beim Betrachten des Videos war ich mir auch nicht ganz sicher, was hatten die Täter hier für eine Motivation. Einerseits war es möglich, dass die hier einfach nur mal ein bisschen Rambo-Zambo machen wollten, um einfach einen unschuldigen Passanten irgendwie gewalttätig hier zu belästigen und massiv auch letztendlich zu bedrohen. Oder aber ihn auch auszurauben. Das war mir zunächst nicht ganz klar. Wie heißt sie, Frau Neusel? Ja, genau. Hier hat sich gerade was Fürchterliches abgespielt. Das war auch laut. Hier sind Rettungsfahrzeuge gekommen, Polizei. Und Sie sitzen da drin und kriegen nichts mit? Ich habe nicht da drin gesessen, sondern ich habe in den hintersten Räumen sauber gemacht. Das habe ich gerade schon dem Kollegen erklärt. Und da kriege ich hier vorne nichts mit. Ich habe ja keine kleine Wirtschaft. Das Verhör der Kneipenwirtin liefert den Kripo-Kommissaren keine neuen Erkenntnisse, wohl aber der Schlüssel, den die Schutzpolizisten in Tatortnähe gefunden haben. Oh, das war eigenartig. Und, kannst du aufschließen? Ja. Na, zeig mal. Ja, nee, also jetzt reicht es aber langsam. Nein. Die Hände mehr rein. Jetzt keiner mehr rein. Jetzt hab ich die Faxen aber wenn Sie jetzt nicht ruhig bleiben, dann lege ich Ihnen Handfessel. Ja, was für Arten? Nein, jetzt ist das da steht komm, nehmen Sie mal mit, nehmen Sie mit. Nachdem mein Kollege herausgefunden hat, dass der gefundene Schlüssel der Schutzpolizei auch zu der Tür der Gaststätte passt und die Wirtin dann sich massiv gesträubt hat, unsere Ermittlungen hier auch aufzuhalten praktisch, das war ja ihre Motivation, und uns sogar tätlich angegriffen hatte, war mir klar, dass in ihren Räumlichkeiten wahrscheinlich sie versucht, hier jemanden zu verbergen. Komm, ganz ruhig hier. Ganz ruhig. Gerwald, ist das ein Gewitterdrachen, du? Schauen wir mal kurz um, was hier eigentlich los ist, ob hier vielleicht noch jemand sich versteckt hat. Das ist ja schon ein bisschen auffällig, das Verhalten von der Frau, oder? Aber was will die denn decken hier? Warum lässt sie uns denn nicht hier rein? Geh mal ein Stück vor. Was ist denn hier los? Guck mal. Da, ey! Stehen bleiben! Polizei! Halt, Polizei! Bleiben Sie stehen! Hey, Polizei! Bleib stehen! Komm her! Ich hab nichts damit zu. Legen Sie sich auf den Boden! Alter! Legen Sie sich auf den Boden, aber sofort! Mann. Die Hände nach hinten! Was soll der Boden? Die Hände nach hinten! Ich hab doch nichts gemacht! Bleib liegen hier! Bleib friedlich, sonst tut's weh! Der Täter hatte dieses Messer hier in der Hand und hat damit meinen Kollegen massiv bedroht.
Ich bin mir sicher, wenn er noch weitergegangen wäre und hätte nicht aufgehört mit dieser Bedrohung, hätte mein Kollege von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Komm, wir bringen dir das mal zum Bad. Ich war das doch nicht, Mann. Was passiert? Was warst du nicht? Guck mal, was machen wir hier? Hat er das gerade gemacht? Was machen Sie denn eigentlich hier? Er ist in den Gegenrad gekommen. Das ist natürlich. Ich sag, Sie sind im Krankenhaus. Ja, was du da? Ich hab nichts gemacht. Wir haben was sichergestellt. Das wird sich wahrscheinlich jetzt herausstellen. Die Kommissare sind sicher, dass sie die beiden Täter geschnappt haben. Die streiten aber alles ab. Doch die Kripo-Kommissare lassen nicht locker. Wo waren Sie in der letzten halben Stunde? Wo waren Sie da? Ich war nicht da. Hören Sie mal zu, ich bemühe mich, Sie vernünftig zu behandeln. Wenn Sie nicht ein bisschen mitspielen, dann wird die Sache für Sie deutlich schlimmer, als sie jetzt schon ist. Der Mann, der ist lebensgefährlich verletzt. Der ist lebensgefährlich verletzt. Und zwar war das jemand mit so einer Sturmhaube und so einer Kleidung. Und die haben wir auf einem Video. Wollen Sie sich da mal langsam überlegen, was Sie jetzt noch machen? Frau Mischischer. Der sagt, du bist der so ein Opfer, Alter. Der sagt nicht. Als wir mit den beiden festgenommenen jungen Männern vor die Gaststätte kamen, verhielt sich die Wirtin recht eigenartig. Sie sah die beiden jungen Männer und rief sofort, Mike, was ist passiert? Das kam uns doch recht komisch vor. Das ist mein Sohn. Wie bitte? Was? Das ist Ihr Sohn? Das ist doch der Hammer. Das ist Ihr Sohn? Jetzt tut mir leid. Deshalb die Nummer. Haben die ganze Zeit gedenkt. Ja, Mike, was hätten Sie denn gemacht? Das ist mein Sohn. Unglaublich. Eine Straftat zu verdecken. Warum? Nee, mein Gott. Du hast eine Kamera. Warum sagst du nicht? Ich wollte es dir doch erzählen, aber du hast mir nicht zugehört. Du sollst dir lieber die Augen gefallen. Mann, jahrelang habe ich dich immer beschützt, Mensch. Und jetzt sind Sie wie dein Vater. Der Sohn der Wirtin begeht alkoholisiert immer wieder Straftaten. Die Wirtin hofft, dass er sich endlich ändert, wenn er nun zur Rechenschaft gezogen wird. Willst du es dir mal überlegen, zu sagen, was passiert ist? Ja. Was passiert denn jetzt? Ist mir alles egal. Sehr egal, okay, kannst du auf der Fahrt noch überlegen, später auf der Wache. Ne? Das werden sie noch bereuen. Genau. Als Straftaten, als Delikte stehen hier im Raum ein versuchter Mord, versuchter Totschlag, Raub. Versuchter Raub, Körperverletzung, das sind so massive Dinge, die hier vorliegen. Und deswegen werden die Täter auch auf jeden Fall hier einem Haftrichter vorgeführt. Und ich hoffe, die gehen auch in U-Haft dafür. Die Wirtin macht sich hier der Beihilfe schuldig, weil sie durch die Behinderung der Ermittlungsarbeiten und das Verbergen ihres Sohnes hier die Ermittlungsarbeiten erschwert hat. Wieso sind Sie eigentlich jetzt hier, wenn ich fragen darf? Ich war eigentlich mit meinem Mann ins Krankenhaus gefahren. Genau. Und der liegt jetzt auf dem OP-Tisch und die haben gesagt, ich kann jetzt gerade eh nichts tun. Aber es sieht wohl ganz gut aus. Und dann wollte ich zu meiner Mutter und dir sagen, was los ist. Und sie hat doch kein Handy dabei. Und ja, deswegen musste ich zu Fuß herkommen. Und also diese beiden Männer, die haben es jetzt ja gesehen. Ja. Sind das ungefähr die Typen, die auch ja, ihren... Ja, ganz genau. Das sind die Typen. Das sind die beiden. Ich habe ihn ja erkannt. Und deswegen hat er mich ja runtergeschlagen. Ja, verstehe. Auch wenn die Kripo-Kommissare den Fall gelöst haben, sind ihre Ermittlungen nicht beendet. Die Zeugen müssen noch das sichergestellte Messer und die Sturmhaube identifizieren. Okay, Ihre Personale sind festgestellt, ja. Ihre auch. Wir verlassen jetzt hier diesen Ort erstmal. Gott sei Dank. Die Ärzte haben das Leben des niedergestochenen Opfers in einer Not-OP gerettet. Der Mann wird noch einige Zeit in der Klinik bleiben müssen, aber keine Folgeschäden davontragen.